Spiele oder Spielerdaten? Ich gehe mal auf Spielerdaten. Mit dem Befehl Tag kann man einem Spieler Etiketten geben. Geil. Geht das? Tag? Ich? List. Hat keine Etiketten. Okay. Add. FG? Nein? Okay. Add Tag Name. Tag Name ist ein Wort ohne Leerzeichen und Doppelpunkte. Okay. FG. Keine Ahnung, irgendwas. Test. Okay. Und danach. Das ist genau das, was ich gesucht habe, Leute. Das heißt, wir können einfach alle suchen. Und können wir das? Data get entity. At E. Beziehungsweise at A, weil das ist ja für alle Spieler. Mit Tag gleich FG Test. Schließende Klammer für Filter habe ich doch. Okay. Durch Entity. Tag gleich. FG Test. Limit. Nur ein Objekt ist erlaubt. Immer noch nur ein Objekt. Okay, jetzt Nachricht war wieder zu lang, Leute. Aber auf diese Weise können wir das machen. Das heißt, wir könnten jetzt execute as. Wie habe ich das? Muss ich nochmal nachsehen. SA war es, glaube ich, oder? Genau. SA mit Tag gleich FG Test. So, und dann machen wir jetzt. Run. TP wird nicht gehen. Das ist echt schade. Store result in entity at s run. Okay, ich muss noch mal nachsehen, Leute, wie das war.
Falscher Befehl! Bin im Scoreboard, ich muss ja auf Execute. Okay. Store. Result. Entity. Okay. Und dann muss ich das speichern. Das heißt, ich brauche jetzt die Position vom Spieler. Was ist denn das? Datenstruktur. Bewegung. Position. Ist ein Double. Okay. Das heißt, ich brauche eine Double. Double. Also Pfad. Das müsste Post 0 sein. Post 0. Double. Und dann Run. Irgendwie ist das falsch. Store Ergebnis Unterbefehl. Ergebnis ist Result Option. Option ist Entity. Result Entity. Und dann haben wir @s. Selector Pfad Datentyp Skalierung. Ah, okay. Die Skalierung fehlt noch. 1. Ja, okay, das hat gefehlt. Run. Run, run. Scoreboard. Players. Get. @s. FG Position X. So, und dann haben wir hier ein Y und machen da vorne eine 1 rein. Und dann haben wir ein Z und machen da vorne eine 2 rein. Okay. Und was, wo war ich vorhin? Beziehungsweise, was ist da überhaupt? Scoreboard. Oder, wie lassen das mal, Leute? Ich fliege jetzt einfach hierher, zu diesem Baum. Mache jetzt hier Function Frontier Safe Positions. Fliege jetzt wieder hier hin. Und jetzt mache ich wieder diese Befehle. Den hier. Den hier. Und den hier. Und es hat nicht funktioniert. Ich wurde nicht zurückteleportiert. Das ist schlecht. Was ist denn da gerade drin? Mal nachsehen. ...174. Und wo bin ich? Bei 143. Das heißt, das da vorne ist schon richtig. Muss ich vielleicht... Oh, den jetzt auszumachen wäre ein bisschen blöd. Vor allem, weil ich hier oben bin. Wir gehen mal hier rein. Muss ich vielleicht den Creative-Modus ausmachen? Es hat trotzdem nicht funktioniert, Leute.
Okay, das heißt, ich kann die Spielerposition. Oh, Moment mal. Ich glaube, da habe ich vorhin etwas gelesen. Im Spiel können nur bestimmte Spielereigenschaften geändert werden. Nicht geändert werden können. Zum Beispiel Name, Gesundheit, Hunger, Atemluft, aktuelle Dimension, Verbrennung, Schlaf etc. Zum Ändern der Spielerdaten gibt es verschiedene Befehle. Diese können zum Beispiel im Chat eingegeben oder über einen Befehlsblock ausgelöst werden. Okay, und dann wäre da eben der Befehl Teleport. Das ist ein bisschen schlecht, Leute. Denn den Teleport-Befehl kann ich ja leider nicht. Wie machen wir das? Dann wird wieder gegoogelt, Leute. Bin ich eigentlich gerade im Creative-Modus wieder? Ja, gut. So. So, ich google einfach mal nach Minecraft Command Move Player to Position in Scoreboard. Da ist die Frage von 2019. Teleport a player to a location saved in the scoreboard as XYZ values. Mal sehen, was da kommt. Okay, interessant. Hier steht, man kann, also der erste hat schon etwas. Einfach ein Rüstungsständer erstellen, irgendwo, von dem die Position ändern, den Spieler zum Rüstungsständer teleportieren und dann den Rüstungsständer wieder löschen. Mal sehen, ob es da andere... Okay. Hier hat einer angemerkt, dass diese Methode nur funktioniert, wenn der entsprechende Chunk geladen ist. Okay, hier hat einer eine offenbar eine Funktion gemacht, ein Datenpaket, in dem das möglich sein soll. Ich gehe da einfach mal rein, Leute, wie der das gemacht hat. Aha, der hat sehr, sehr viel gemacht.
Na egal. Wir kriegen das auch so hin, Leute. Wenn diese Methode nicht funktioniert. Dann müssen wir uns was anderes überlegen. Wir testen das einfach mal, Leute. Wir testen das einfach mal. Das heißt, ich lasse das mal. Ich baue mir da drüben was auf. Ich habe keine Lust, hier das Dach dann später wieder zu reparieren. So. Hier hin. Hier hin. Genau.